Das Wiedersehen war vor allen Dingen beruflich wahnsinnig schön, weil privat sind wir regelmäßig im Kontakt und gemeinsam wieder zu arbeiten, gemeinsam vor der Kamera zu stehen, gemeinsam mit den Figuren, die wir damals geschaffen haben nach 20 Jahren, das war sehr bewegend und das macht wahnsinnig Spaß und ich bin sehr gespannt, wie das und ob das nach 20 Jahren noch beim Publikum ankommt. Also es gibt eine Anekdote, was die Pferde betrifft. Ich bin ja der Einzige, der eine Kutsche fährt. Und als es darum ging, die Pferde auszusuchen, hat sich Bulli ein Pferd ausgesucht. Das war total interessant, weil wir haben dieses Pferd gesehen und dachten, Mann, das sieht aber schön aus und so ein tolles und großgewachsenes Pferd. Das hat ein bisschen was Überhebliches. Und dann haben wir die spanischen Kollegen gefragt, wie dieses Pferd heißt. Und dieses Pferd heißt tatsächlich Arrogante. Und Bullis Pferd ist Arrogante für all die, die sich fragen sollten. Es ist kein wirklicher Satz, aber yeah, baby, yeah! Das war meine erste große Rolle in Austin Powers. Das war, als ich Austin Powers zum ersten Mal sprechen durfte. Das war im Jahr 1999. Und das werde ich nie mehr vergessen, unter der Regie von Arne Elsholz. Das hat, das ist mein Signature-Satz, sag ich jetzt mal mit Verlaub. Also es ist eine gute Frage, weil am Filmset verteilt sich die Konzentration auf den ganzen Tag. Man wird um 7 Uhr abgeholt, man ist um 8 in der Maske, dann geht es vielleicht um 10 los und man muss diese Spannung, die Konzentration eventuell bis Sonnenuntergang 20, 21 Uhr halten. Und auf der Bühne ist es tatsächlich so, man weiß, es geht um 8 los, um 7:30 kommt so langsam das Adrenalin und dann ist man bis 10, 10:30 aber durch. Es ist so eine andere Anspannung und es ist natürlich was anderes, wenn man die unmittelbaren Reaktionen vom Publikum bekommt, auch mal Ablehnung, mal Zustimmung. Das ist emotional schon was anderes als, sage ich jetzt mal, in diesem beschützten Umfeld des Filmdrehs am Set. Aber umso schöner ist es dann, wenn man, sage ich mal, das Gedrehte auf der Leinwand sieht und dann die Reaktionen der Leute im Publikum mitbekommt. Beides gehört für mich zu meinem Beruf zusammen und ich lerne immer wieder was auf der Bühne, was ich dann vor der Kamera nutzen kann. Genauso lerne ich was vor der Kamera, was ich dann wiederum auf der Bühne nutzen kann. Also deswegen ist es, diese beiden Teile gehören irgendwie zu mir und in mich. Ja. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war hier mal als Kind, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber die erste Erfahrung war eher so ein bisschen, ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich war mit meinem Vater da und mein Vater wollte, Junge, wir müssen zum Boot, das U-Boot, das mir anschauen, das Boot. Und dann sind wir da rein und da waren ganz viele Besucher und es ist ja eng und heiß. Und ich war da und dachte mir, ach du liebe Zeit, da mussten wir lange anstehen. Dann stieß in diesem Boot so als 10-, 11-Jähriger und mein Vater, der, ah Junge, das haben die im Zweiten Weltkrieg so gemacht. Und was meinst du, was sie geschwitzt haben? Keine Frauen an Bord, die Hölle, nur Männer, alle schwitzen, das stinkt. Und nichts zu essen, nichts zu trinken, kein Sonnenlicht. Das wäre mal was für dich. Und ich so, wie, was für was, wie viel sowas nicht. Ich habe wirklich, das Boot war für mich so ein bisschen, puh, und später kam dann allerdings Entspannung dazu, als dieser, wie heißt der Drache, Fukur. Aber als dann der Drache ins Spiel kam, wurde es wieder ein bisschen entspannter. Aber die allererste Erinnerung war so ein bisschen das Boot und das war so ein bisschen, ja.